Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir gehen zurück in den Animus, haben ein Achievement erhalten, Nachricht versandt, 4, keine Ahnung was das ist. Der Königspalast von Versailles, Ludwig des 16. und Marie Antoinettes Wohnsitz. Welche Dekadenz. Viel Glück, Strohkopf. Shay, ihr seid für den Hof wahrlich bestens gewandert. Vielleicht gewährt euch König Ludwig ja eine Audienz. Ich bezweifle, dass mich selbst diese Breschen in des Königs Gemächer bringen. Eigentlich bin ich nur hier wegen eines Geschäftsfreundes. Ja, ich hörte, eine Gruppe von Händlern sei anwesend. Vielleicht sehen sie sich meine wissenschaftliche Demonstration an. Das sollten sie. Sie könnten etwas lernen. Dennoch würde ich nicht darauf zählen. Ich gehe nun. Habt vielen Dank, Master Franklin. Und jetzt zu Charles und der verdammten Schatulle. Charles und Schatulle, okay. Warnung, unentdeckt bleiben. Das ist er, Charles Dorian. Okay, wir müssen wahrscheinlich da hinten hin und wir können auch laufen, merke ich gerade. Ich dachte, hier ist so eine Stealth-Mission, wo ich einfach nur so ganz langsam und entspannt lang gehen muss, aber nee. Ich muss einfach hinsetzen eigentlich? Schade, nein. So, kletter da hoch, nice. Wo komme ich denn her? Das Geheimtreffen ausfindig machen. Okay. Ach hier. Gut, ich war einfach nur ein bisschen blöd. Also ich glaube, die würden das merken, wenn hier einfach so ein Troll langläuft. Weil ich passe hier schon nicht so ganz rein, muss ich ehrlich gestehen. Einfach mal hier durchgehen, gucken, dass nichts passiert. Der hat den Tod natürlich verdient. Ist nicht gerade ein Kind lang gesprungen? Ach, da vorne. Servus, Freunde. Elise, ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit Arno dem und Elise. Vielleicht die Leiche nicht angucken. Ignoriert mich einfach, ja. Da ist er ja. Gentlemen, ich beschütze dieses Artefakt mit meinem Leben. Ich hätte ihn doch direkt den Kopf stechen können. Arno? Wo bist du hin? Seid der Verräter? Ich beende nur alte Geschichten. Oh, Connor und seine Assassinen. Die Revolution hat eure Templertaten ungeschehen gemacht. Dann sollten wir eine eigene Revolution anzetteln. Hm.
Die Grundregeln des Ordens ehren und alles, wofür wir stehen. Niemals seine Geheimnisse verraten, noch die wahre Natur seines Schaffens. Und dies bis in den Tod. Egal, was passiert. Das ist mein neues Credo. Ich bin Shay Patrick Cormac, Templer des kolonialen, des amerikanischen Ritus. Ich bin nun ein alter Mann und vielleicht weiser. Ein Krieg und eine Revolution gingen zu Ende. Und eine neue bahnt sich an. Möge der Vater des Verstehens uns alle leiten. WW Core Team, okay. Ja, gut, das war's mit Assassin's Creed Rogue. Mit dem Hauptspiel. Wir haben noch einiges zu tun. Wir können noch die ganzen Sachen da craften. Wir können noch legendäre Schlachten machen. Ich glaube aber, die ganzen Orte und sowas, die werde ich einfach offscreen holen, weil das ist halt immer das Gleiche, nicht wirklich interessant. Die legendären Schlachten will ich noch zeigen, weil also die Seeschlachten, die finde ich noch ganz cool. Und ansonsten weiß ich gar nicht. Ob wir noch was Relevantes finden. Also wir können die Rüstung noch holen, aber ist halt auch im Endeffekt Karten einfach nur ablaufen. Ist halt alles nicht so spannend. Also ich würde wahrscheinlich nur noch die legendären Schlachten aufnehmen. Wenn ihr noch irgendwas sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde wahrscheinlich jetzt nur noch jedes Blatt gewinnen, Achievement halten. Es ist mir ein Vergnügen und Ehre, Sie zu begrüßen. Eins muss ich sagen, Strohkopf. Sie haben gezeigt, dass Sie mehr als ein Versuchskaninchen sind. Die extrahierten Daten aus Cormacs Erinnerungen waren sehr nützlich. Shays Story ist eine Botschaft. Eine, die zeigt, dass in Gefahr ein Assassine lieber die Ordnung wählt, statt Freiheit. Und wir stehen für höchste Ordnung überhaupt. Was sie auch ihr Animus-Erlebnis gelehrt hat, berührt nur die Oberfläche. Wir existierten bereits vor der menschlichen Geschichtsschreibung und sind gerade erst wiedergeboren. Im Gewand von Abstergo Industries. Und Entertainment. Sie sind jetzt eingeweiht und ihre Augen sind geöffnet. Sie sahen die Welt, wie sie wirklich ist. Es gibt kein Zurück mehr. Wir haben große Pläne für Sie. Der Vater des Verstehens hat Sie zu uns geführt. Und dafür sind wir dankbar. Die Probe Ihres wahren Wertes steht bevor. Und sie beginnt mit einer Wahl. Folgt uns und Ihre Zukunft ist absolut gesichert. Oder sterbt. Ich meine, abseits davon, dass man da eigentlich nur eine Wahl hat, warum nicht, ne? Ja, also, ich werde auf jeden Fall noch die legendären Schlachten machen, wie erwähnt, und ansonsten mal gucken, ob noch irgendwas gewünscht ist. Weil jetzt alles absuchen und sowas lohnt sich halt auch nicht. Weil als nächstes kommt halt wieder ein Assassin's Creed Teil, da machen wir wieder dasselbe, also. Als nächstes wollte ich ja dann Liberation HD, also das Remake machen. Wo wir dann Aveline de Grand Prairie spielen. Zu der Zeit von Assassin's Creed 3, glaube ich, auch etwa so. Genau weiß ich es nicht. Doch ich habe da nicht so viele bekannte Charaktere gesehen gehabt. Und ja. Das ist eigentlich das Einzige, was wir machen können. Also wir können auch die beiden, also das Fort und das eine Bandenhauptquartier machen im Nordatlantik. Was gibt's noch zu tun? Einiges zu töten da. Aber es hat alles nichts mehr wirklich Interessantes. Also außer die Schlachten halt, weil das ist halt noch so eine Spezialmission, sage ich mal. Der Rest ist halt immer dasselbe. Einfach in die Kommentare schreiben, was ihr noch gerne sehen wollt und ja. Ich würde das gerne überspringen, aber es geht nicht. Ich weiß noch nicht, wie lange das geht. Weil ich meine,
ist ja schön und gut, dass sie es alle programmiert haben und dass sie auch ihre Anerkennung dafür bekommen, aber ist halt fucking nicht interessant. Zum Beispiel hier, Design, Game Designer, Jared Pearson, interessiert mich absolut nicht. Programming, Team Lead AI, Sebastian Noel, ich kann kaum das Ding vorlesen dazu den Namen, also. Aber naja. Gut. War ein schönes Spiel, hat mir Spaß gemacht. Ist halt wie alle anderen Assassin's Creed Teile, also Assassin's Creed ist halt oft das gleiche, sage ich. Also ist ja nur ähnlich, ne? Es verändert sich immer was. Aber ist halt einfach was man so nebenbei spielen kann, wo man nicht irgendwie hart nachdenken muss. Einfach entspannt so ein bisschen rumdödeln und ja, ist halt ein schönes Spiel. Gab auch so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben. Hier Bandhauptquartiere, weil ich da einfach zu ungeduldig und zu blöd für bin. Aber naja. Ich bin halt kein Fan davon, dass wenn du einmal entdeckt wirst, dass dann alles vorbei ist. Dann ist halt, weißt du, ein Fehler, zack, weg. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Ich glaube, ich mute mich einfach, wenn irgendwas kommt, dann unmute ich mich nochmal. Ich würde ja gerne die Credits überspringen, weil mich interessiert es tatsächlich nicht. Aber Controller sagt, kannst alles drücken, was du willst. Dann müssen wir uns angucken. So, dann würde ich erstmal sagen, sehen wir uns dann nach den Credits oder hören wir es nochmal kurz nach den Credits. Bis gleich. Also mit Start kann ich dieses Menü aufmachen, aber ich weiß nicht, ob das beenden, die Credits beenden. Ich lasse ihn einfach durchlaufen.
Thank you.
So, wir haben es endlich geschafft. Meine Fresse, Templer, damals wie heute Achievement erhalten. Es ging bestimmt jetzt, ja, gefühlt ging das 20 Minuten, aber ich glaube es war eine 15 oder so. Haben wir hier schon den Assassinenauftrag? Nein, natürlich nicht. Das waren wir diesen Bezug auch noch nicht fertig. Danke für absolut nichts. So, gucken wir mal kurz, was wir zu tun haben. In River Valley müssen wir noch ganz viele Dinger holen. Also ich glaube, die hole ich hier alle privat, weil ist halt nicht so wirklich interessant. Das wollte ich nicht, wollte eigentlich nur einmal zurückgehen, aber gut. Das geht anscheinend gar nicht. Und dann haben wir hier noch Nordatlantik. Da haben wir noch, ich glaube, jeweils am Kartenrand irgendwo so eine legendäre Schlacht. Dafür müsste ich noch die Dinger hier machen. Die mache ich dann einfach privat. Oh, hier sind sogar nur Forts. Weiß nicht, vielleicht machen wir die einfach noch so. Mal gucken. Aber das ganze Sammeln von den Sachen werde ich dann einfach offscreen mal machen. Genauso hier wie dieses Lagerhaus oder so. Weil bringt halt nie, oder gibt es keine Schnucks anscheinend. Naja, dann würde ich erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. In den Bonus-Parts nenne ich einfach mal, geht es dann noch ein bisschen weiter. Und bis dahin würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten LP. Ciao.